Hallo liebe Zwillinge, hier ist die Inbal von inbalstarot.com. Herzlich willkommen. Gerne möchte ich heute mit dir schauen, wie es im September für dich aussehen wird. Beachte bitte immer auch dein Mond, Venus und Aszendentzeichen, ja? Unten in der Infobox und im obersten Kommentar befindet sich, ist wieder rein, befindet sich der Link zu den häufigsten Fragen, die Links zu den Jahres-, Monats- sowie Wochenlegungen und der Link zur Übersicht aller Tarotkarten, wo du auch diese Energie-Orakelkarten finden kannst. Ich bin auf Facebook und Instagram unterwegs. Die Links dazu findet ihr ebenfalls unten in der Infobox und im obersten Kommentar. Nicht vergessen, die Rollen können vertauscht sein, die Legungen sind immer geschlechterunabhängig, Zeit ist flüssig und es handelt sich hierbei um Kollektivlegungen, okay? Zwillinge, ich intuitiv fühle ich so aufgeräumte Gedanken. Aufgeräumte Gedanken. Es gibt drei Luftzeichen, Zwillinge, Waage und Wassermann. Waage kann ziemlich ausgewogen nachdenken. Okay, die Waage kann ziemlich gut so den Überblick behalten und ausgewogen so denken, denken, denken und denken. Wassermann ist in Bezug eben auf das Denken eher philosophisch veranlagt. Ja, und bei dir, Zwillinge, habe ich immer wieder das Problem, dass du dich zu sehr in ein Thema hineinsteigerst und dann dadurch alles andere ausblendest und dann deine Lösungen da, die, auf die du kommst in diesem kleinen Bereich, nicht wirklich etwas bringen, weil all die anderen Bereiche ausgeblendet wurden. Und kaum hast du dich nach diesem Eintauchen in einen kleinen Bereich, kaum bist du da auf eine Lösung gekommen, wolltest du in Richtung Umsetzung gehen und dann gab es dann direkt einen Clash mit all dem anderen, das du nicht bedacht hast. Dieses Problem hatten wir immer wieder. Also ich hatte das in meinen Legungen, habe ich das immer wieder bei dir gesehen. Und in letzter Zeit zeigte sich bei dir die Tendenz, deine Gedanken mal auf die Seite zu legen. Und siehe da, Zwillinge, sie haben sich von selbst geordnet. Deine Gedanken ordnen sich von selbst, weil du sie mal für eine Weile beiseite schiebst. Das ist bei mehreren Sternzeichen Thema momentan, dass man manchmal etwas tut, indem man nichts tut. Ja. Schauen wir mal. Drei Karten bitte für Zwillinge vom 1. bis 30. September. Diese hier. Diese hier. Diese hier. Schauen wir mal. Attachment. Attachment. Verbindung mehr im Sinne von an etwas gekettet sein, ja, angekettet sozusagen. Nummer 5. König der Münzen habe ich hier, Mann mit einer Münze, 43. Mann mit einer Münze. Göttin des Mondes, 52. Ich habe hier 5, hier habe ich 7, hier habe ich 7. Das ist, die 5 ist das, was du endlich zurücklassen möchtest. Und das ist das, was du endlich loswerden möchtest, von dem du loskommen möchtest. Und das tust du, indem du dich erdest, dich um Fassbares kümmerst, nicht um Gedanken die ganze Zeit, sondern das Fassbare. Und dadurch, dass du mal rauskommst aus den Gedanken, Zwillinge, sieh dir das mal an, verbindest du dich mit dem Mond. Ja. Göttin des Mondes. Der Mond steht für das Intuitive, für Gefühle. Es steht für die Klarheit, die man in Bezug auf das Luftige in sich hat. Ja? Bei der Intuition gibt es kein Chrüsimüsi.
Es ist nicht so, oder, dass man oder innerlich so diese Diskussion hat mit der Intuition. So etwas gibt es nicht. Intuition ist zack, bumm, geradlinig, geradlinig. Und dadurch, dass du dich erdest hier, verbindest du dich mit der Intuition und die gibt dir die richtigen Messages für deinen Kopf. Okay? Das Blinken hier ist die Energie dieser Karte hier. Okay? Zwillinge, schauen wir mal. Schauen wir mal. Zwillinge vom 1. bis 30. September, bitte. Zwillinge vom 1. bis 30. September, bitte. Es ist halt, oder? Je nachdem, was man für ein Typ ist, ist man eher ein Luftzeichen, Feuerzeichen, Kelchzeichen, Münzzeichen. Und je nachdem, was man für ein Typ ist, da konzentriert man sich sehr auf das entsprechende Element. Und ob es einem gefällt oder nicht, alle vier Elemente müssen erfüllt sein, damit man innerlich erfüllt ist. Ja, und man merkt hier, Zwillinge, dass du Erdung gebraucht hast hier, Erdung. So das Konzentrieren auf das, was ist, auf das, was du fassen kannst. Gericht. Tag des jüngsten Gerichts. Das ist, gib mir einen Moment. Interessant. Zwillinge, ich glaube, dass das, was ich dir gerade erzählt habe bei dir, ja, dieses Problem, dass du loswerden musst mit diesem in etwas so in sich hineinsteigern und nur an das denken, alles andere vergessen und dadurch dann erst recht alles durcheinander bringen, diese Verhaltensweise wirst du bei jemand anderem sehen und dadurch dann merken, wie sehr du dir selbst schadest durch deine Denkweise. Beziehungsweise durch deine Vorgehensweise. Du wirst dieses Verhalten von dir, wirst du an jemand anderem sehen und dass du so von weitem siehst, wie dieser Mensch direkt in ein Desaster geht, wird dich erwecken. Ja, wird dich davon heilen, dich auf nur eine Sache da zu konzentrieren und den Rest auszublenden. Fünfter Schwerter. Zwillinge, jemand in deinem Umfeld, denkt nach, denkt nach, denkt nach. Steigert sich in ein Thema hinein und denkt weiter, 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 blendet weiter alles andere aus und blendet auch irgendwann dich aus. Deswegen bist du hier so selbstreflektiv. Warum? Weil es direkt dich trifft. Wie kommt es, dass dieser Mensch mich ausgeblendet hat, sagst du, und dann merkst du, oh shit, ich tue das auch. Ich tue das auch. Und genau das löst dich hier von deinen Ketten dann. Fünfte Karte hier, fünfte Karte hier. Es ist so, wie wenn ein Verlust dir eine wichtige Erkenntnis bringen wird. Das ist so wie ein Opfer, das gemacht werden muss, damit du etwas verstehst. Die Herrscherin. Die Herrscherin ist die Königin aller Königinnen. Die Herrscherin ist die Königin von Luft, Feuer, Wasser, Erde. Schwert, Stab, Kelch, Münze. Das ist der Moment, Zwillinge, wo du sagst, oh, wow, 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 wow. Ich muss stets schauen, dass ich das große Ganze betrachte, damit ich
Herrschaft über mein Leben habe. Die Herrscherin. Okay? Die Herrscherin. Die Herrscherin, also das, lasst euch nicht beirren vom Geschlecht hier, ja. Bei der Herrscherin geht es um eine Person. Jetzt in diesem Fall geht es hier bei dieser Herrscherin um einen Menschen, der ziemlich reich sein könnte, finanziell. Es aber nicht geworden ist, weil man sich bei anderen Themen so in irgendwas hineingesteigert hat. Königin der Schwerter. Klarheit der Gedanken durch diese Erdung. Klarheit in Gedanken, indem du dich auf das konzentrierst, was du hast, auf das konzentrierst, was um dich herum ist und wo du dann merkst, oh, Denken ist nicht das Einzige, was man im Leben tun muss. Und dadurch bekommst du diese Klarheit im Kopf. Kaum betrachtest du mal all die anderen Punkte in deinem Leben, deine Leidenschaft, deine Liebe, dein Hab und Gut, hast du hier plötzlich Klarheit im Kopf. Plötzlich setzt du all diese Themen zusammen und plötzlich merkst du, dass man viel schneller zu einer Lösung kommt, wenn man alles gleichzeitig betrachtet. Weil wenn man sich nur auf etwas konzentriert, alles andere ausblendet, dann, Leute, das endet nie, das ist ein schwarzes Loch. Weil Lösungen sind immer zusammenhängend mit anderen Komponenten. Nichts ist alleine stehend eine Lösung. Das haben wir jetzt an Corona gesehen, ja, wie die ganze Welt miteinander verbunden ist. So ist das auch in unserem Leben. Alles ist miteinander verbunden. Und man muss schon ganzheitlich denken können. Und ganzheitlich denken können. Man muss ganzheitlich vorgehen. Man muss alle Bereiche gleichzeitig angehen, damit man diese ganze Organisation im Leben vorwärts bringen kann. Ich muss aber auch sagen, Zwillinge, du probierst hier etwas, das ich bisher noch kein Sternzeichen gesehen habe. Ja? So dieses, ich werde jetzt alle vier Elemente in meinem Leben beachten. Das sehe ich jetzt zum ersten Mal in einer Legung. Und dadurch hast du hier Klarheit im Kopf. Ja, siehst du, das sind diese Rauchwolken, die dir mittlerweile zu Kopf steigen. Ja. Und mitten in diesen Rauchwolken sitzt du hier nun auf deinem Thron mit dem Schwert nach oben und hast die Klarheit und weißt ganz genau, in welche Richtung gehen. Ja? Rad des Schicksals, es wird alles um 180 Grad gedreht. Also, für die einen gilt, also die, die für die Liebe hier schauen, da müsst ihr eine Trennung in Kauf nehmen, um hier die Klarheit zu haben in Bezug auf euren wahren Partner, eure wahre Partnerin hier. Für die anderen, die nicht für die Liebe hier schauen, ihr geht und findet eure Herzenserfüllung. Egal ob im Job, egal ob in der Familie, egal ob im Freundeskreis, ab jetzt werdet ihr an Orte kommen, wo das Nachdenken, so dieses angestrengte Nachdenken, lösen wollen von kleinen Teilbereichen im Leben vorbei sind. Ja? In der Liebe sehe ich, dass du Zwillinge dadurch, dass du jemanden durch das, entschuldige die Ausdrucksweise, Kleinlichdenken verlierst, hier bei dir ein Licht aufgeht, du ganzheitlich anfängst zu denken und badabum, bringt dir das Schicksal deinen Traumpartner, deine Traumpartnerin. Das war eine Lektion hier, die du lernen musstest.
Okay. Und ich meine, ich habe Göttin des Mondes, Rat des Schicksals, zwei der Kelche, alle beieinander. Hier die Klarheit, die du hier jetzt im Kopf hast und wo du ganz genau weißt, in welche Richtung, ja. Das hier ist deine Intuition, die auf 180 sein wird. Und hier ist eben diese klare Richtung, in die du jetzt gehst. Intuition kennt kein Hin und Her. Intuition kennt nicht dein, oh, das muss ich auch noch bedenken. Oh, nein, Intuition ist so. Es geht vorwärts. Okay? Aber ich sag's euch, ein Opfer muss hier gebracht werden, damit hier das Wahre gewonnen wird. Einfach zur Information. Okay, ich werde hier, schaut, ein potenzieller Kandidat, eine potenzielle Kandidatin. Diese Person wird erst kommen, wenn das hier geschieht, dieses Verlieren und dann dadurch verstehen und mehr Klarheit haben. Ich werde hier mit diesen Karten zwei weitere Karten reinlegen, dann sehen wir, was hier genau passieren wird, worauf das Ganze hier hinausläuft, ja. Diese Karten hier werde ich fragen, was du Zwillinge noch nicht über diesen Menschen weißt, aber wissen solltest. Und die Zeitkarten hier werde ich hier fragen, wann das hier passieren wird, okay? Den Link für die Fortsetzung findest du unten in der Infobox und im obersten Kommentar. Falls dir mein Stil gefällt, freue ich mich über deinen Klick auf Abonnieren. Wir sehen uns auf der anderen Seite und allen anderen wünsche ich alles Gute. Macht's gut. Bye bye.